Es ist eigentlich sehr geil, weil es sehr viel Leben in die Sache bringt, aber du kannst irgendwo ja die auch eigentlich behindert. Auch separat ausstellen. Du kannst ja, geht doch bestimmt, oder? Dass du einfach mal ein paar bestimmte Mobs ausstellst. Und ja, dann kann ich mal rausfinden, ob das geht. Man kann die Spawnrate von denen runterschrauben. Oder das, ja. Dass die gar nicht mehr spawnen. Das ist auch eine gute Idee. Muss ich mich mal informieren. Ja. Hast du Jordan gesagt? Ja, bitte. Hä, nein, wer? Nein, keiner. Dani. Kacke, nein. Verdammt. Hör mal, was du hörst. Ohren waschen, wenn man angesagt, ne? Jo. Zu viel Staub wieder drin. Hast du mir Erde mitgebracht? Ja. Für die Ohren? Ja. Genau. Oh Mann. Jetzt Lava Job. Warte, kommt nochmal der neue Trailer von der Xbox, der war mir die vorgestellt. War das irgendwann im Mai? 21. 21. Mai. Ja. Dienstagabend. Welche Uhrzeit? Das ist hier auch alles voll? 19 Uhr, deutsche Zeit. Wenn's hübsch aussehen soll, ja. Ist ja besser als PlayStation. Ja, die machen das, glaube ich, extra so vormittags in den Staaten. Hm. Ich überlege, für PlayStation war ich gerade so lange wach gewesen, deswegen. Stimmt, das ist alles hochgeladen, ne? Die ganze Vorstellung da. Naja, klar, war halt aufgenommen. Ja. Ja, die PS4 habe ich mir extra so angeguckt, dass ich erst schlafen gegangen bin, dann habe ich geguckt, dann habe ich ein Video gemacht, dann bin ich wieder pennen gegangen und dann bin ich erstmal 8 Stunden ins Büro gegangen. Bams. So muss das. Nee, so sehr interessiert mich das nicht, dass ich da extra jetzt ewig aufbleibe dafür. Doch. Ist ja kein NBA-Spiel oder so. Oh. Oh, Eisen. Oder ist das Silber? Oder ist das Lead Ingot oder was auch immer? Hä? What? Ja, ist da Decke drauf, wisst ihr doch. Ah, ah. Da, wann gibt's denn Silber? Ich kenn nur Eisen. Tacket. Nee, warte. Weil wir haben auf dem Server jetzt, wenn wir nicht aufnehmen, Tacket drauf. Ach so. Aha. Da brauche ich aber nicht, weil ich bin ja hier anscheinend. Mysteriös. Ne, ist ja kein Tacket jetzt, ich hab's ja wieder geswitcht. Ach so, wenn wir nicht aufnehmen, dann switch ich immer auf Tacket und dann spielen wir mal Tacket. Ah, so, okay. Ist halt ein bisschen umfangreicher. Ein bisschen. Nein, ich muss niesen. Aber auch bloß ein bisschen. Es geht. Gesundheit. Übrigens waren unsere Wassergeneratoren wieder alles komplett voll, ne? Also die ganzen Badboxen. Ja. Apropos Wasser. Hat jemand bei uns rumgespielt? Weil das ist explodiert. An unsere Kühlung. Ja. Ach du Heiliger. Welche Kühlung denn? Hinten fürs Öl. Na, höchstens ein Creeper oder so, aber eigentlich? Ne, bei uns ist das nicht kaputt. Nein, das war kein Creeper. Die Maschine ist explodiert. Da muss irgendjemand an der Kühlung rumgespielt haben. Hm. Ah. Sachen, von denen ich nichts kapiere. Ich brauche Holz. Ja, du musst die Gegend mal kühlen und sowas. Dabei. Du musst voll viele Sachen haben. Du kannst sogar ein Atomkraftwerk machen. Wenn du es nicht richtig machst, dann fliegt alles hoch. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, wo ihr meint, wo das explodiert sein soll. Nicht im Haus, oder was? Hm? Nicht im Haus, oder wo denn? Nee, bei der Wüste hinten. Achso. Nee, das Haus, im Haus ist unser also Creeper vorne, explodiert. Also, schon wieder? Richtung Meer. Ich hab alles ausgeleuchtet da, wie kommen wir denn da rein? Ich bin noch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist vom ersten Stock bis in den Keller. Wow. Ach, ja, das hat alle drei Stockwerke abgerissen. Ja, alle Stockwerke hat's abgerissen. Gut, dass wir unter der Erde wohnen. Ich will trotzdem noch ein Atomkraftwerk bauen. Aber dann ganz, ganz weit weg von uns. Ach nein, mein Gott, habt ihr nicht so. Wobei, wir haben jetzt eigentlich nur Strom jetzt so. Oh ja. Achso, habt ihr unseren Ting geklaut? Also ein bisschen haben wir genommen, aber ich habe ja auch viel davon gesammelt. Weil also ich hab von euch ja nicht genommen. Weil die Kiste war voller Tin und da war nichts mehr drin, als wir da waren. Wir haben ein bisschen Tin gebraucht, aber wir können ein bisschen was zurückgeben. Das wäre toll. Wir haben gar nichts. Macht endlich mal was für die Menschheit und macht seinen Dienst. So groß, Dani. Ja, bitte was? So hoch. Ist vorbei. Ich hab... Oder höher. Ich sag mal was. Ja, doch, das ist okay. Es dauert einfach bloß. Ja, dann... Was denn? Klatsch ich... Hier... Alter. Was dauert denn? Ja, hier die Netherziegel brennen. Hast du Erde? Ja, komm gleich mit ins Nether. Ein bisschen Quarz sammeln und so oder was anderes machen. Oder willst du helles Holz? Also ich wollte jetzt hier nur noch bleiben erstmal. Weil das Gute ist, dass du mit dem Quarz richtig aufleveln kannst, richtig schnell. Ja, ich bin Level 38 von daher. Ja, ich muss noch ein bisschen leveln, weil ich muss ja verzaubern. Oder reparieren zumindest. Eine Spinne im Haus.
Wenn es nicht mehr so teuer wäre, das reparieren, ey, das ist nervig. Das stimmt aber. Ja, wenn ich jetzt 36 Level brauche, um ja, ein Drittel wieder ganz zu machen von der Hacke. Ein Drittel, boah, das ist krass. Nee, ja, Verzauberung, das ist nervig. Also dann machst du eigentlich fast mehr Sinn, eine neue zu verzaubern. Hast du eine Axt? Mhm. Weißt zwar nicht, was du bekommst, aber dann ist es wenigstens komplett ganz. Okay. Wir müssen eine XP-Farm oder sowas mal bauen. Ja. Ich hab gerade mein Jetpack im Inventar gesucht. Brauchst du auch keinen Spawner dafür? Und hier in der Mitte, ja, das dann war die Tür. Oder? Weil dann weißt du, dass immer welche Monster kommen. Ich hab mal eine versucht in meinem Singleplayer-Display zu bauen, aber die war richtig scheiße. Hier kommt Glas hin. Du musst bloß an sich einen großen Raum haben. Ich hol mal Glas, der dunkel ist. Okay. Der dunkel ist, genau. Und dann baust du so, dass die vom Wasser halt her da reingetrieben werden. Ich hab probiert, aber dann war die Anlage zu groß. Das heißt, wenn ich jetzt unten war und gewartet hab, da war der Spawnraum zu weit weg und da sind irgendwie keine Monster gespawnt, weil das nicht geladen wurde oder so. Weiß ich nicht. Oh, das ist auch schlecht. Also, ich hab mir eine gebaut, die hat funktioniert. Ich hab doch eine Scheiße gebaut. Hä? So wie immer. So. Hier ist überall Lava, ey. Schlimm, ne? Richtig schlimm. Ach, wir machen das hier nicht mit der Lava, das ist scheiße. Unten im Raum da, oder was? Ja, wisst ihr, wie ewig das dauert? Naja, muss ja vereinzelt Lava-Spots setzen, muss ja nicht alles komplett aus Lava machen. Ne, wenn dann nämlich Glowstone. Haben wir noch Glowstone? Bestimmt. Na, weg bin ich so sicher. Na, wer soll denn geklaut haben? Jordan. Ich. Wer denn sonst? Warum haben wir zwei? Also ich hab welchen geholt beim letzten Mal. Na, siehst du. Wir haben immer einen kompetenten Mitarbeiter. Das stimmt. Wieso haben wir drei Steinkisten? Weil wir so viele haben? So, Ebene Daniel, 11. Brauchst du noch Stein? Ja. Also Holz haben wir jetzt schon mal wieder ordentlich aufgesnackt, würde ich sagen. Ich glaube 10 Stück oder so hatte ich jetzt. Ich suche hier verzweifelt nach Diamanten. Ja, ich wollte jetzt auch irgendwo hier in eine Höhle gehen und da mal ein bisschen rumbohren. Also so ein Block Diamant sind doch dann insgesamt 9 Diamanten, oder? Ja, ja. Yep. Wir haben 4, okay. Herzlichen Glückwunsch, du kannst zählen. Ja, und denken und noch mehr. Das ist ja ausbaufähig. nein. War nur ein Scherz, das staubt und doof. Oh, hier sind gerade Silberigel. Ey, hier läuft ein grünes Schaf rum. Ja, das ist aus dem rausgekommen aus dem Gehege, da war ich ein bisschen blöd. Töten! Nein, ich brauche nur Fackeln, verdammt. Alter, hier sind nur so ein Silberigel-Dinger. Silberfisch-Dinger. Silberigel. Fast. Die sehen aus wie Igel. Silver Igel ist auch die Währung in Bioshock Infinite. Und was? Ja, Silver Igel ist die Währung in Bioshock Infinite. Ah, das stimmt. Doofes Spiel. Oh, was? Ich find's cool. Also, ich mag's nicht. Ist mir zu verwirrend, die Story. Und spielerisch fragt ihr noch nie gemacht, Bioshock. Ich hab's das ist immer gespielt, so eine Sache, ich guck, ne? Mal Videos davon, also. Also ich meine, wer mag rumzulaufen und nicht zu wissen, warum, bitte. Also ich hab's ja am Ende erfahren, warum, und ich fand's eigentlich ja, nicht na, gut gemacht. Nee, du verrätst es, ich will's noch gucken. Ich verrate nee, also nicht verraten, aber ich meine, obwohl das Anfang, Ende von Infinity gar nicht so gut sein soll, hab ich gehört. Ich meine, zum Anfang kriegst du da ein Bild und die Olle suchst du denn. Dann denke ich mir so, warum sucht er die? Er hat doch ja keinen Grund dazu. Ja doch, er muss ja seine Schulden begleichen. Ja, das weißt du ja nicht. Also ich weiß es schon, Schulden. Ja doch, das ist das Problem. Du wirst ein bisschen reingestoßen in die Welt, okay. Genau, wenn du dich dranhältst, dann wirst du auch belohnt. Du wirst halt belohnt am Ende so mit der Story. Das ist, während du spielst, lernst du es erst kennen. Und ich finde, theoretisch ist es gar nicht so schlecht, dass sie die Deswegen Story erstmal ein bisschen Zeit lässt. Ich nenne es einfach bloß Bullshit. Das ist einfach. Das fesselt mich einfach nicht. Also ist kein Anreiz, das weiterzuspielen, weil ich nicht wissen will, wie es weitergeht, weil ich das nicht weiß. Weil das schon verwirrend ist. Also ich hab lieber, sag jetzt mal, wenn, so wie Mass Effect, das hat so eine geile, sag mal, naja, bis auf den dritten Teil das Ende, aber die Story an sich ist ja richtig geil erzählt.
Es ist ja immer spannend, eigentlich, wie es weitergeht und was macht er da nun und das will ich mal weiter wissen. Ich hab dir ein paar Sachen reingelegt. Mass Effect müssen wir immer spielen. Okay. Ich hab keinen Teil gespielt davon. Also den ersten, den kannst, brauchst du nicht unbedingt, aber den zweiten und dritten. Der erste ist noch zu groß. Wenn er da die Planeten, dann sollte ich vier Planeten absuchen, um eben so eine Olle zu finden. Ich mir so gedacht, naja, er spinnt da ja. Oh Mann. Also den fand ich noch nicht so, der war technisch auch noch nicht ausgereift gewesen. Aber der zweite, Alter, was geht denn hier ab? Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht ich hab jetzt ein Bild von dieser Truhe, ne? Habe ich jetzt den Batman-Skin. Wie was? Warte mal, davon mach ich mal ein Screenshot. Bild von der Truhe ist der Batman-Skin? Na, die sind Inventarbild von der Truhe. Warte mal, ich nehme mal eine andere Truhe. Oh. Ah. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Jung? Also, mein Minecraft ist hier total. Was hast du denn für ein Texture Pack? Na, Swags. Mhm. Davon hat sie gerade funktioniert, die ganze Zeit. Ja, Alter, hier ist was los, sag euch. Wo sind die Schweine? Achso. Mein Himmel ist die ganze Zeit weiß. Die sind in dem im Schlachthaus. Genau. Die müssen wir auch mal vermehren, oder? Ich war doch noch nicht immer drin gewesen, wo die denn da hinten. Stimmt, die Gunny. Wir wurden sie gebaut und nicht benutzt. Weil eigentlich haben wir ja genug Essen, also Karotten, ja, und Kartoffeln, also Fleisch brauchen wir eigentlich gar nicht. Theoretisch. Oh, wie viele Eier wir auch noch haben. Naja, das ist wow, viele. Zombie. Alter. Was müssen wir mit den ganzen Eiern machen? Kuchen backen oder? Was ist das, ne? Du kannst da noch mehr Hühner züchten. Also für Kuchen bin ich auch blöd, weil bei Kuchen musst du so viel essen. Also weiß nicht, wenn jetzt ein Steak ist, dann ist gleich mal vier Herzen voll. Und bei Kuchen bist du ewig am Essen, bis du dann voll Energie hast. Ach, Alter. Das ist alles ein bisschen ohne Sinn. Oh, Smaragd. Oh, der Ofen ist langsam. Ja, dann müssen wir halt einen Eisenofen bauen. Unbedingt. Oder einen elektrischen. Der geht eigentlich schneller. Elektrischen. Tschüss. Oh. Oh. Oh, Dani. Daniel ist weg. Ah, da kommt er wieder rein, oder? Ja. Jordan macht das schon. Nö, er kann da selber reinkommen, eigentlich, oder? Achso. Ja, er ist ja Server-Admin. Ja, dann. Er ist Server-Admin. Au. Ich bin auch Server-Admin. Natürlich. Beweisen. Bei Minecraft. Obwohl wir gerade alle dieselben Rechte haben, also Kippe. Wir sind alle Server-Admins hier. Boah, scheiße, zwei Creeper nebeneinander. Alter. So nicht. Links und rechts. Was hab ich denn gemacht, Mann? Und noch einer. Hier ist doch Jordan. Nee, deswegen. Nee. Silber. Oh. Hey, Silber gefunden. Jetzt ist das Bild weiß statt dem Batman-Bild. Was wir noch finden müssen, ist auf jeden Fall noch so eine Festung. Also so eine, mit so einem Portal, Enderportal. Ach so. Dann können wir alle mal ins End gehen und den anderen Drachen killen, auch cool. Ja, können wir alle mal ins End gehen und alle sterben. Ich hab den am Ende besiegt, der ist einfach. Mhm. Der ist ohne Spaß, wenn du jetzt einfach so einen Bogen hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Weil wenn er auf dich zufliegt und du schießt ihn einem ab, dreht er sofort weg. Davor muss er noch die Energiequellen kaputt hauen. Naja, das ist einfach. Nimmst du ein paar Schneebälle mit und wirfst die Dinger darauf. Ach so. Ja. Mit Schneebällen geht das dann einfach. Ach so. Und die Hitbox ist richtig groß, versuchen. Du musst nicht mal genau treffen, das geht einfach kaputt. Aha. Das ist einfach. Gut zu wissen. Vor allem, wenn wir dann zu 6 oder so raufgehen, dann ist er innerhalb von 2 Minuten tot. Da lohnt sich das ja gar nicht. Dann können wir doch sein, dass. Ja, da kriegen wir eine Menge XP, ne, und alles. Und das Ender-Ei, den Drachenei meine ich, nicht Ender-Ei. Ender-Ei, Drachenei, ja. Beides dasselbe. Ich hätte auch diesen, wie heißt der? Diesen Wither-Gegner da, den man mit den Köpfen machen muss. Ja, hab ich noch nie gemacht. Das wäre mal interessant. Der spuckt doch auch Feuer, oder? Halt nicht so irgendwie, dass er irgendwas kaputt macht. Ja, der hat irgendwie auch so zwei komische Phasen. Kann dir eine Menge kaputt machen in der Welt. Mhm. Oh. Hier hat eine schöne Hacke gerade gekriegt. Ja. Glück 3 und Effizienz 4. Wow. Ich hab grad eigentlich Unbreaking 3, Glück 3 und Efficiency 4, aber die ist halt fast kaputt. Also Reparatur ist extrem teuer. Haltbarkeit wäre jetzt auch noch geil, wenn ich die noch aufklatschen könnte.
Ich hab, glaube ich, noch in der Kiste bei mir oben eine, die kann man kombinieren. Warte mal, Glück und ich hab noch eine Haltbarkeit auf alle Fälle. Also die muss, ich werde gleich mal zurückgehen und dann ins... Die Ende muss vollständig sein, ne? Beim Kombinieren? Ich geh mal zurück. Ist ja kein Ding. Wir könnten mal so einen automatischen, so Erzbrenner machen mit den Hoppons. Erzbrenner? Ja, dass du halt eine Kiste hast, da legst du deinen ganzen Erze rein und dann ja, zieht er das automatisch in den Ofen rein mit dem Hopper und so weiter. Das geht? Ja, sicher. Ja, das wäre cool. Das ist mit dem 1.5 Update gekommen. Das finde ich eigentlich sehr geil. Brauchst du einen Haufen Eisen, Nether Quarz und ja, auch Redstone. Okay. Was ideal wären dafür? Auch Dropper wären auch dafür. Also ich habe die Rezepte jetzt nicht vor mir liegen, aber macht die Arbeit sehr einfach. Wie gesagt, du legst halt einfach alles in eine Kiste rein, der Hopper zieht es raus, packt es in den Ofen rein, dann machst du den nächsten, der zieht es wieder in die nächste Kiste. Tegel, da kannst du halt alles automatisieren, also das irgendwann alles auch mit Strom gewinnen. Und so. Na. Na. Hi. Dein Minecraft. Ey, yo. Hallo Buddy. Welcher also Buddy? Ich glaube, das sind die Mods, die vertragen sie irgendwie nicht. Irgendein Mod vertragt sich da nicht mit dem anderen. Also ist blöd. Welche Mods hast du denn jetzt drin hier bei dir? Oh, nicht viel. Warte mal, kann ich dir gleich sagen. Wenn er mal ladet. Ich glaube, wir haben dieselben im Großen und Ganzen. Nee, glaube ich nicht. Also ich hab Shader, die Reis-Map-Mod da. Dynamic Lights. Hab ich auch. Matmos Sound Mod. Das hab ich nicht. Naja, siehst du, sag ich doch. Das kann, da könnte schon mal ein, daran kannst du es liegen. Warte mal, Too Many Items hab ich noch drinne. Oh, das war's. Ich komm nicht mehr zurück. Nein. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Stinkendes Skelett hier. Ah. Ich, nicht immer bei ich spiel gleich nur noch mit dem normalen Minecraft, echt ey. Nee, mach einfach diesen Matmos Soundmod raus und brauchst du nee. Kannst zwar hier essen. Mach ihn raus! Los! Ich sehe mein Texture Pack schon wieder nicht. Alter, was ist denn das für eine behinderte Kacke? Ja, geht gar nicht. Probleme. Ich mache jetzt hier Default, Alter. Boah. Also bei meinem Texture Pack habe ich jetzt auch inzwischen Probleme, dass der manchmal die Werkzeuge nicht richtig anzeigt. Genau, der zeigt auch keine Zeit. Ja? Da muss ich halt einfach irgendwie wechseln und wieder zurückwechseln, dann geht genau, dann mache ich ganze Zeit. Aber dann irgendwann schmiert er dann Probleme ab. Seltsam. Einzige Problem ist, es ist ja zusammengewürfelt, das Texture Pack, und es hat ein paar Macken. Wenn ich jetzt mit Shadern spiele, dann haben manche Gegenstände so einen schwarzen Schatten oder sowas, also so einen schwarzen Umriss, so ein bisschen. So, hallo. So ganz leicht. Hallo. 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 Oh, hallo. Da lebt er wieder. Was war's denn? Das Internet bei meiner Tante ist ausgegangen. Oh Gott. Jetzt bin ich zu meiner Oma gerannt. Geflogen? Hört sich so an. Ja, deswegen. Ich nehme mal durchs Dorf gerannt. Nein, die wohnen in einem Haus. Ja, in einem Haus, aber auf dem Dorf gibt es ja Häuser, ne? Also, hab man nicht gedacht, dass du auf der Straße wohnst oder so. Eben. Gewöhn dich dran, ich muss es auch. Wow, ey, das ist ein Creep-Anlagehaus, ey. Aber der macht ja zum Glück nichts. Ja, jetzt nicht mehr, ne. Läufst du ja, aber schon wieder rein, Marco, oder läuft's immer noch scheiße? Stimmt, mit dem Game-Booster rumlaufen, da geht's. Ja? Ja? War die SMS gestern wirklich an mich, oder hast du dich hast du die falsch abgeschickt? SMS gestern an dich, was hab ich denn da geschrieben? TikTok, TikTok. Nicht so wichtig. Nee, also weiß ich nicht mehr. Die ging an dich. Ah. Ach, die? Oh, Alter, ey, komm, ja, du schon wieder ja, geil. Die. Oh Mann. Ja, die ging an dich. Okay. Was ist denn da? Ich dachte, Okay. Ich meine, ist ja nichts Gutes, dass man mir was erzählt. Ich hab manchmal meine Probleme. Die ging an dich, ja. Ey, ich muss erstmal die Wolle aus Philipps Haus rausnehmen. Die kotzt mich jedes Mal an, wenn ich da vorbeilaufe. Jedes Mal so ein Würgereiz, wenn ich das sehe. Diese ganzen bunten Farben, ne? Oh, lass doch die Farben drin. Das ist wirklich hässlich. Viele hässliche ich hab Dinge. Das ideale Starter-Paket. Wie lange wollen wir das machen? Wie lange wir machen, das fragst du jetzt. Los, schlag mich, schlag mich! So, okay, den Gehirn an. Dein Körper. Nee, schlag geworfen. Mich! Nö. Mach mal bitte. Okay. Töte mich, töte mich. Töte mich. Also ich gehe so. Was macht ihr denn? Ich soll ihn töten. Cool. Nee, lass jetzt King Trackmare. Hör auf! Oh. Nein, doch nicht! Also ich gehe jetzt erstmal ins Nether. Bin dabei. Okay. Ich hab da hier in den Enderkiste ja alle meine Tränke drin. Dass ihr da nicht rankommt, ihr Schmarotzer. Da war ein Creeper.